Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Krebsgeborenen. Wie geht's euch? Ich hoffe gut und ihr seid jetzt im Sommer in eurem Element. Ihr habt ja auch jetzt den Juli als Hauptmonat für eure Geburtstage und allen von euch wünsche ich ganz, ganz herzliche Glückwünsche zum Geburtstag und für das kommende Lebensjahr das Allerallerbeste wünsche ich euch. Ja, und für euch gibt es jetzt das Kurzreading im Bereich des Reichtums, dem vierten Bagua-Bereich im Feng Shui. Und ihr seht hier einen wunderschönen Ernährungs- oder Fütterungszyklus, denn das Wasser mit diesem wunderschönen blauen Kristall nährt das Holz. Also wir gießen ja die Blumen mit Wasser, ne? Also Wasser nährt das Holz und Holz steht eben für Blumen und Bäume und also das Grün der Bäume. Und damit sich das gut entwickelt, braucht das Holz Wasser. Genau. Und ich habe hier auch diesen wunderschönen Stein mitgebracht mit der Dame, die hier so befreit steht. Ja, da steht auch Mut und Kraft. Und das brauchen wir für den Bereich des Reichtums. Und zur Erinnerung lege ich den hier dazu, hier diesen wunderschönen Stein. Ja, sie steht hier ganz selbstbewusst und frei da. Ja, so soll es sein. Ja, genau. Und dann schauen wir mal. Ach so, bevor ich schaue, noch kurz. Ich habe zwei ganz interessante Videos zum Thema Reichtum gedreht. Vielleicht wollt ihr sie euch anschauen. Und zwar, das eine heißt, du kannst im Schlaf reich werden. Hier erfährst du wie. Und das zweite Video heißt, gestalte deine Schale für Reichtum, ja, und da zeige ich dir, wie ich meine Reichtumsschale bestückt habe und vielleicht gibt dir das so einige Impulse für dich selber und du möchtest vielleicht deinen Reichtumsbereich in deiner Wohnung oder deinem Haus damit stärken. Genau, und jetzt schaue ich mal ins Tarot hinein für euch, meine lieben Krebsgeborenen mit dem Botticelli-Tarot, Botticelli-Tarot. Und ich frage mal, was bedeutet für euch, meine lieben Krebsgeborenen, denn eigentlich Reichtum? Ja, ist Reichtum mehr reich an Münzen oder Reichtum mehr reich an Gefühlen, an zwischenmenschlichen Beziehungen, an vielen Kindern, vielen Tieren oder viel Natur? Ich frage mal für euch, ja, was versteht ihr unter Reichtum, meine lieben Krebsgeborenen? Das schauen wir mal, was sich da zeigen mag. Oh, da kommen schon 10 der Münzen, meine Lieben. Ich habe gerade von den Münzen gesprochen. Und eigentlich seid ihr ja diejenigen, also wo man sagt, ihr die gefühlsbetont sind und gar nicht so sehr auf materielle Dinge stehen. Aber am besten ist es natürlich, man hat beides. Münzen und viel Gefühl. So, jetzt schauen wir mal. Vielen Dank, was sich da Schönes zeigen mag. Okay, also wir haben 10 der Münzen. Wir haben der Eremit, 10 der Münzen, der Wagen, schaut mal, das ist die Krebskarte im Tarot, der Wagen. Und hier haben wir 4 der Kelche. Immerhin, schaut, hier kommen die Kelche, meine lieben Krebsgeborenen. Schaut mal, die Dame sieht zwar so ein bisschen geknickt aus, also sie sieht nicht sehr fröhlich aus. Also, 4 der Kelche, ja, das ist so, dass diese Karte steht im klassischen Tarot dafür, dass man jemanden einen Kelch anbietet, der diesen aber ablehnt, ja.
oder ja, einfach nicht in der Stimmung ist oder auch mal nicht in der Lage ist, einen Kelch anzunehmen, ja? Vielleicht kennt ihr das auch, meine lieben Krebsgeborenen. Die Wasserzeichen sind ja auch eher bekannt dafür, dass sie zu wechselhaften Stimmungen neigen. Ja, das kann sich sehr extrem zeigen, von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ja, und ich würde sagen, diese Karte steht etwas für diese Schwankungen, an denen, also die ihr womöglich kennt, auch mal häufiger schon kennengelernt habt. Und das ist auch so ein bisschen die Energie von den Krebsgeborenen, zwei Schritte vor, einer zurück. Ja, immer so ein bisschen sich vorwagen und doch wieder zurück, ja, weil einen irgendetwas zurückhält. Dann haben wir hier den Eremit und das passt im Prinzip auch zu der Energie. Der Eremit, das ist ja, also das ist im Prinzip ein innerlich reicher Mensch. Ein Mensch, der innerlich ganz viel Wissen hat, ja, und auch sich gerne zurückzieht, ja. Und ich denke, das seid ihr auch gerne, ihr lieben Krebsgeborenen, ja, ihr zieht euch immer mal wieder zurück, ihr braucht es auch, um euch zu regenerieren und wieder wohlfühlen zu können. Und dafür steht der Eremit. Das ist also der Mensch, der einfach auch seine Auszeit braucht von dem Trubel auf der Welt und im zwischenmenschlichen Bereich. Aber jetzt kommt auch hier der Wagen. Eine große Arkana, ja, der Wagen, und da geht etwas voran, sagt man immer, ja. Also ihr seid, ja, das ist das zwei Schritte vor vielleicht und einen wieder zurück, ja. Zwei Schritte vor, einer zurück, ja. Aber ihr seid trotzdem, würde mir das jetzt sagen, dass ihr auch durchaus in der Lage seid, etwas voranzutreiben, weil hier dieser, was ist das hier, so eine Art, wie so ein Gladiator schon gleich, der treibt hier die Pferde an, ja. Also ihr seid auch Menschen, die tatsächlich Projekte vorantreiben können. Also ihr seid auch sehr kreativ und habt eine gute Einschätzung für Strömungen, also für Dinge, die ankommen bei den Menschen, ja. Und da könnt ihr durchaus etwas vorantreiben, ja. Also das ist eine starke Karte, meine Lieben. Und hier kommt jetzt tatsächlich 10 der Münzen. Schaut mal, ihr Krebsgeborenen, ich glaube, ihr macht da nicht viel Aufhebens um eure Münzen. Ihr habt sie einfach, ja. Ich glaube, ihr seid in der Lage, sehr gut auch sparen zu können. Also ihr seid auch da, wo es sinnvoll ist, ja. Oder ihr seid auch in der Lage, euch einfach ein finanzielles Polster zurückzulegen. Also ich habe das Gefühl, bei den Krebsgeborenen, die ich kenne, denen geht das Geld niemals aus. Also die sind einfach wirklich sehr gute Geldanleger oder ja, beschäftigen sich wohl auch mit den Themen. Interessanterweise, ja, ihr seht, die 10 der Münzen führen hier zu diesem wunderschönen Haus, zu dieser Villa. Also seid ihr auch reich sogar an Münzen, meine lieben Krebsgeborenen. Wow! Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, gibt es denn noch etwas? Gibt es denn da noch ein Thema zum Bereich der finanziellen Fülle bei euch überhaupt, meine lieben Krebsgeborenen, wenn ihr eh schon 10 der Münzen hier habt? Machen wir es mal so. Müssen wir da noch ein Thema bearbeiten bei den Krebsgeborenen? Ich meine, Krebs, also steht ja, ist ja, also steht fürs Wasserzeichen. Wasser steht immer für viel Gefühl, aber auch für Geldfluss, im Feng Shui zumindest, ja. Also das hier
Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Villa, die im Feng Shui, also klassisch den Eingang in der Mitte hat, ja, sodass die Frau und der Mann gleich viel Platz haben in dieser Villa, ja. Also das ist ein Beispiel für ein optimales Feng Shui-Haus, ja. Im Rücken eher eine Berglandschaft und nach vorne ist es frei, ja. Das ist ganz nach Feng Shui. So, jetzt schauen wir mal, was kommt denn hier Schönes? Mangelbesetzung ablösen. Meine Lieben, Mangelbesetzung ablösen. Das wollen wir wirklich ablösen. Und Visualisierung verstärken. Aha, ihr sollt noch mehr das Geldthema visualisieren, meine lieben Krebsgeborenen. Es kann natürlich sein, dass ihr hier wirklich begabt seid in Sachen Geldfluss bzw. Geldanlage, Geldvermehrung. Ja? Das ist womöglich eure große Begabung, meine Lieben. Jetzt lege ich meinen wunderbaren Aventurin hier auf diese Themen. Wir lösen diese Mangelbesetzung, wir lösen die ab und visualisieren den Geldfluss, ja, und regen ihn damit an. So, und dann lasse ich den noch liegen hier, den Stein. So, dann schaue ich mal in das keltische Pflanzenorakel, meine lieben Krebsgeborenen. Welche Pflanze oder welcher Baum, hui, dankeschön, mag sich für euch zeigen? Oh, wie schön, meine lieben Krebsgeborenen. Das Gänseblümchen. Kopf hoch. Du schaffst alles, was du willst. Schaut mal, ihr lieben Krebsgeborenen. Ihr schafft alles, was ihr wollt, ja? Die Fülle. Aber nicht nur materiell, sondern ein Haus will ja auch behaglich eingerichtet werden, ja, mit viel Liebe und Fürsorge. Und dafür seid ihr ja bekannt, meine lieben Krebsgeborenen, ja? Jetzt lese ich mal weiter. Das Gänseblümchen richtet sich immer wieder auf, selbst wenn jemand darauf tritt. Schaue auf den Regenbogen und lenke deine Energie zum Positiven. Das ist aber schön. Schaut mal, ihr lieben Krebsgeborenen. Ist das nicht eine wunderhübsche Karte? Das hat schon auch was, etwas sehr Kindliches, weil das Gänseblümchen ist für uns Menschen ja eine Blume, eine Pflanze aus unserer Kindheit. Also jedes Kind kennt das Gänseblümchen, ja? Wenn wir über die Wiese laufen, dann ist sie häufig voller Gänseblümchen, im Sommer vor allen Dingen. Und sie ist ja ein wunderhübscher Korbblütler. Ja, sie hat innen in der Blüte ein Körbchen und außenrum den weißen Strahlenglanz, und Kranz der Blütenblätter, ja. Und sie hat, wie es hier schon heißt, die Fähigkeit, wenn man auf das Gänseblümchen drauf tritt, dann richtet es sich hinterher wieder auf. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen vielleicht, wofür man das Gänseblümchen therapeutisch auch einsetzt, nämlich bei starken seelischen Wunden, also nach seelischen Traumata, wie zum Beispiel auch nach sexuellen Übergriffen zum Beispiel, ja. Oder wenn man das Gefühl hat, man wurde in der Kindheit stark benachteiligt oder ungerecht behandelt, ja, dann würde man auch das Gänseblümchen empfehlen. Man kann ja das Gänseblümchen essen. Wir können so viele Heilpflanzen essen. Und man kann natürlich auch einen Tee daraus trinken oder das Gänseblümchen in einer Urtinktur einnehmen. Ja,
Also wenn ihr da ein Thema haben solltet, meine lieben Krebsgeborenen, dann haltet euch an die Kraft des Gänseblümchens, ja? Es ist also eine Traumapflanze, das heißt eine Pflanze, die Traumata auflösen kann. Sehr schön, meine lieben Krebsgeborenen. Und seht mal, ich habe ja hier die Schafgabe für euch auch dabei. Die Schafgabe, die ist genau wie das Gänseblümchen auch ein Korbblütler und hat ganz mini kleines Körbchen mit weißen Strahlenblüten außenrum. Ganz, ganz arg hübsch. Die Schafgarbe, ja. Auch ein ganz tolles Heilkraut für Frauen und für Mädchen. So, meine lieben Krebsgeborenen, das sind ja hier wunderschöne Botschaften. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt was mitnehmen für euch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr kommentieren wollt, wenn ihr eure Erfahrungen oder Sonstiges mir mitteilen wollt. Und ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo natürlich. Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen zum nächsten Thema der Gesundheit. Bis dahin, meine lieben Krebsgeborenen, macht's gut und Servus.